Ein Ballkleid um 20 Euro. Ein Anzug zum Schnäppchenpreis. Trotzdem nicht für jeden leistbar. 1,5 Millionen Menschen sind in Österreich armutsgefährdet. Das heißt, sie bekommen gerade einmal 1.000 Euro im Monat. Mindestsicherung. Von dem müssen auch Sie leben. Heute geht es in einen der 17 Shops der Volkshilfe. Sie dürfen sich dort für die Nacht der Vielfalt einkleiden. Kostenlos. Das passt voll gut, ich meine nicht da. Das war ja fraglich, ob es passt. Es ist ein super Angebot, was wir haben, dass man das gratis kriegt. Ich habe einmal so in die Geschäfte geschaut, die Ballkleider sind nicht billig. Und das ist einfach für mich auch zu viel und auch für meine Mama, weil beide haben die Pension. Und da haben wir eher eine Wohnung auch zum Finanzieren und alles. Und da komme ich nicht so wirklich um und um und an. Noch. Kostet uns nichts, ne? Und so freut man sich auch. Weil was kostet eine Anzug ist, haben wir gerade gerechnet, wenn wir ausrechnet, bei 300 Euro. Und das können wir uns nicht leisten. Mit Mindestsicherung nämlich. Allein im Großraum Linz werden 80 Tonnen Kleidung nicht einfach weggeworfen, sondern zu den Volkshilfeshops gebracht. Sie bereiten jetzt anderen mehr Freude als ihren vormaligen Besitzern. In den Volkshilfeshops leben wir ausschließlich von Spenden der Bevölkerung. Das heißt, alle Kleider, die Sie hier so sehen, auch Mobiliar und Hausrat, bekommen wir zur Verfügung gestellt. Wir bearbeiten das, bereiten das auf und verkaufen das dann wieder zu günstigen Preisen weiter. Ein Ballkleid, ein Luxusartikel. Diese Menschen wissen, wie es sich anfühlt, wenn man plötzlich keinen Job mehr hat oder kein Dach mehr über dem Kopf. Diese Sorge, wirklich entweder auf der Straße gelebt zu haben oder wirklich einmal ganz ohne Wohnung dort standen sah oder von einer Delogierung, wo man quasi einen Tag auf den nächsten aus der Wohnung hinaus muss. Also die Leute haben das schon erlebt. Die AG für Obdachlose kommen ca. 1200 Personen jedes Jahr, die in akuter Wohnungsnot sind. In Oberösterreich laufen gegen 6000 Personen jedes Jahr Delogierungsverfahren bei Gericht. Und 1000 Menschen werden jedes Jahr per Gerichtsbeschluss aus ihren Wohnungen delogiert. 300 Menschen leben in Oberösterreich auf der Straße. Auf einen Ball gehen zu können, wie am 11.11. zur Nacht der Vielfalt, oder einfach nur gesellschaftliche Teilnahme. Oft eine Wunschvorstellung. Für sie wird dieser Wunsch ermöglicht. 2500 Besucher kommen jährlich zum Ball aus 20 Nationen. Sie setzen ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Respekt in unserer Gesellschaft. Genau das soll das Fest ja sein. Das soll zeigen, wie bunt unsere Gesellschaft ist, welche unterschiedlichen Schichten es gibt, welche unterschiedlichen Menschen es gibt, was für unterschiedliche Kulturen es gibt. Und da soll einfach jeder einen schönen Abend haben. Karten gibt es noch, auch in allen 17 Volkshilfeshops. Infos dazu sind auch auf der Homepage nachzulesen.